Liebe Gemeinde, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Kulturpalast, Ihrer Samstagabend-Andacht für E-Kultur. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Religion und Kunst. Sind Museen die neuen Kathedralen? Ist Kunst die neue Weltreligion? Um das zu klären, haben wir einige göttliche Künstlerinnen und Künstler getroffen. Angelika Liddell und ihre nackten Männer, Tino Segal und das Bilderverbot, Anna von Hauswolf und ihr Kirchenorgelpop, die Biennale in Venedig, ein beinahe Papst und sexy Feen mit großen Brüsten. Gott ist tot. Diese beunruhigende Weisheit hat Friedrich Nietzsche schon vor 130 Jahren verkündet. Und wenn man zeitgenössischen Künstlern mal die Gretchenfrage stellt, so muss man sagen, Nietzsche hat Recht behalten. Nein, ich glaube nicht an Gott. An Gott zum Singular? Nein, also gar nicht. I don't know if I believe in a God. Gott ist für mich nicht ein Herr, der auf einem großen Thron sitzt mit weißem Bart, der bis zu den Füßen hängt, sondern hier geht es um einen höheren Begriff der Zusammengehörigkeit des Miteinanders, des Miteinander Verbundenseins. Na gut, auf so einen weichgespülten Pantheismus wie von Romano können sich manche noch einigen. Aber so ein richtiger Gott, so einer, der einem wirklich zuhört, wenn man betet, der wird nur noch selten in der Kunst verehrt. Die krassen Rhymes des polnischen Priesters Jakub Barczak sind da eine löbliche Ausnahme. Jesus Chrystus, wolności król, pokonał śmierć, pokonał ból, to królów król. Panów pan, każdą z ran, przez swój grzech drążysz sam. A on kocha wolność i miłość, to Boża droga dana tobie, jeśli nawet w grzechach toniesz. Aber insgesamt muss man trotzdem feststellen, Gott spielt in der westlichen Kunst kaum noch eine Rolle. Im Gegenteil, die Kunst übernimmt viele Aufgaben, die früher von der Kirche erfüllt wurden. Im Museum findet man heute das, was früher der Gottesdienst lieferte. Besinnung, moralische Selbstvergewisserung, ein Gemeinschaftserlebnis, das Gefühl von Geheimnis und Andacht. So dass man eigentlich nur flüstern möchte. Star-Architekten bauen keine Kathedralen mehr, sondern Museen. Na gut, und vielleicht noch Fußballstadien. Und es gibt sogar Künstler, die ganz bewusst die spirituelle Lehre ausfüllen wollen, die die Säkularisierung hinterlassen hat. Angelika Liddell zum Beispiel. Das wirkt dann manchmal aber ziemlich unheilig. Verstörende Bilder, Flüssigkeiten aller Art, Klagegeschrei. Angelika Liddell gibt Wut und Hass viel Platz. Jetzt aber ist sie auf der Suche nach Höherem. 30 Jahre habe ich ohne Gott gelebt. Aber tief in mir habe ich nie den Wunsch verloren zu glauben. Obwohl ich weiß, dass es Gott nicht gibt. Und doch sucht sie nach Gott. In ihrem Auferstehungszyklus schöpft sie aus Mythen und Bibelzitaten, reibt sich daran. Ihre Werke voller Zorn und Zerstörung haben sie weit gebracht. Nach dem spanischen Nationalpreis bekommt sie in Venedig 2013 den Silbernen Löwen. Danke, das ist der erste Preis, den ich mir persönlich abhole. Trotz des Erfolges, etwas fehlt immer. Es liegt in der Natur der Religion, dass sie auf Unzufriedenheit basiert. Auf Not, Bedürftigkeit, Wünschen. Mystik und Ekstase gründen sich eben auf Frustration und extremer Verzweiflung. Ihr Leben, ihre Verzweiflung bilden den Nährstoff ihrer Stücke. Ich schreibe aus Rache. Ich kann mich nicht an einen einzigen glücklichen Moment in meiner Kindheit erinnern. Heimweh kenne ich nicht. Ich hasse die Familie. Eine der Menschen, die ich am meisten hasse, ist meine Mutter. Nackt mit einbetonierten Füßen liefert sie sich dem Publikum aus. Gesellschaftliche Konventionen als Klotz am Bein.
Ich stamme aus einer Welt der Unwissenheit. Mein Umfeld war brutal ungebildet, bis hin zum Analphabetismus. Meine Eltern stammten aus sehr armen Verhältnissen. Simples. Die Hoffnungen meiner Eltern waren schlicht, ja fast tierisch. Es ging um die Grundbedürfnisse: Essen, Fortpflanzen, Sterben. Streng katholisch war ihr Umfeld im katalanischen Städtchen Figueras. Sie ging auf eine Nonnenschule, begann früh zu lesen und zu schreiben. Die Eltern schockierte das viele Lesen. Sie hielten ihre Tochter für verrückt. Daran zerbrach sie. Bis 14, 15 habe ich an Gott geglaubt. Ich habe mich sogar mit ihm unterhalten. Er war für mich präsent. Ich habe ihm sogar geschrieben. Bis man die Welt der Psychiater auf mich losließ. Meine Mutter brachte mich mit einer starken Depression zum Psychiater. Ich wollte mir das Leben nehmen. Da wurde mir klar, hier ist etwas gescheitert. Ihren Schmerz, ihre Angst verbindet Angelica Liddell in ihren Stücken mit der Gewalt, die die Welt bereithält. Wenn Lucrezia nacheinander von 10 Männern vergewaltigt wird, ist das kaum auszuhalten. Vor allem das Verständnis, das Liddell dem Vergewaltiger im Stück entgegenbringt. Es lässt sich wohl nur mit ihrer grundsätzlichen Suche nach Aussöhnung und Überwindung erklären. Ich musste immer kämpfen. Ein stumpfes Umfeld raubt dir die Fröhlichkeit. Es macht dich unbrauchbar fürs Glück. Die Arbeit am Auferstehungszyklus versöhnt Angelica Liddell. Nicht mit der Institution Kirche, aber mit der Idee von Gott, der Notwendigkeit, an etwas wie Gott zu glauben. Ich versuche, mich nicht mit Gott zu verbünden. Ich streite mit ihm, gehe mit ihm ins Gericht, stelle ihm Fragen. Auch wenn ich weiß, dass er mir nie antworten wird. Kopf hoch, Angelica Liddell. Vielleicht hat sich der Herrgott deshalb noch nicht zurückgemeldet, weil er beim ersten Hinsehen die Performance für blasphemisch hielt. Blasphemie gehört einfach zur modernen Gesellschaft. Lange Zeit gehörte ein gesundes Maß an Blasphemie ja tatsächlich zum guten Ton unter modernen Künstlern. Denken wir nur an die beherzte Madonna von Max Ernst aus dem Jahr 1926. Oder natürlich der gekreuzigte Kermit von Kippenberger. Oder 1987 der in Urin getauchte Piss Christ von Andres Serrano. Eine Fotoarbeit, die vor ein paar Jahren von christlichen Vandalen zerstört wurde. Eine radikale Form der Kunstkritik, die heute eigentlich nur noch unter Islamisten üblich ist. Und in Russland leider auch. Da hat neulich ein Kommando der Gruppe Wille Gottes eine Ausstellung in der Manege gestürmt. Die russisch-ultra-orthodoxen beschädigten Werke von Vadim Sidur, einem Bildhauer und Grafiker aus der Sowjetzeit. Ein nackter Jesus, das ging den Glaubenskriegern zu weit. Und dabei können die Vandalen sich auf die Rückendeckung der russisch-orthodoxen Kirche verlassen. Die hat 2013 ein Gesetz zum Schutz der Gefühle Gläubiger durchgeboxt. Es ist gut, dass es diese permanente Auseinandersetzung darüber gibt, was gut und was schlecht ist. Nicht nur im Bereich der Kirche, sondern in der gesamten Gesellschaft.
Denn überall, in der Kunst, in jedem Kulturstil, gibt es eben Gutes und Schlechtes. Die katholische Kirche ist da ja in letzter Zeit etwas entspannter geworden. Während sich die russisch-orthodoxen Priester von ein paar Punk-Rockerinnen mit Strumpfmasken schockieren lassen, geht Papst Franziskus ganz andere Wege. Er hat jetzt selber ein Rockalbum herausgebracht. Es heißt Wake Up und soll am 27. November erscheinen. Der erste veröffentlichte Song hat den unschlagbaren Titel Wake Up, Go, Go Forward und klingt so. Wake up. Wake up. Der Papst singt nicht selber, aber er hat offenbar seine Zustimmung gegeben, dass seine Reden mit Prog-Rock-Klängen und lateinischen Refrains gemischt werden. Co-workers, neighbors, countrymen, everyone of this great continent may now receive the mercy of God. Ja, die katholische Kirche ist der weltlichen Kunst mehr zugetan als gedacht. Auf der Biennale in Venedig trat sie ja jahrzehntelang nur als Spaßverderber in Erscheinung und beschwerte sich über blasphemische Kunst, zum Beispiel über dieses Werk hier von Maurizio Cattelan. Aber seit 2 Jahren unterhält der Vatikan sogar einen eigenen Pavillon dort. Stimmt, Nina. In Venedig auf dem Weg zur Biennale findet man zwar auch dieses Jahr noch sehr viel Frivoles und Gotteslästerliches, aber irgendwo in diesem bunten Treiben gibt es auch einen kleinen Hort der Heiligkeit, den Pavillon des Vatikans. Die Idee dazu hatte Kardinal Ravasi. Bei der letzten Papstwahl war er einer von 5 heißgehandelten Kandidaten. Ravasi ist eine Art Kultusminister des Vatikan und hat den Pavillon vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Der Dialog zwischen Kunst und Glaube, darum geht es uns. Diesen unterbrochenen Dialog, der einst so fruchtbar und großartig war, wollen wir wieder aufbauen. Aber nicht, indem wir die Archive der Vergangenheit einfach seelenlos kopieren. Die Kunst von Gottes Gnaden, die man im Vatikanischen Pavillon sehen kann, ist vor allem eines: sehr hübsch. Wie die aus Naturmaterialien recycelten Gewebe der Mazedonierin Elpida Hadji Vasileva. Provokation gibt's woanders. Die Kolumbianerin Monika Bravo hat einen Bibelspruch zu einer Buchstabencollage zerlegt. Die berührendste Arbeit im Pavillon: Porträts von Straßenkindern aus Maputo von Mario Masilau. Der mosambikanische Künstler hat selbst als Kind auf der Straße gelebt. Vergessen wir nicht, was der bedeutende Maler Paul Klee gesagt hat und womit er die vielleicht treffendste Definition sowohl von Kunst als auch von Glauben abgegeben hat. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar. Und dies ist letztlich auch die Aufgabe des Glaubens. Ja, da kann man Klee zitieren, solange man will. Zu Zeiten Michelangelos hätte es sowas nicht gegeben. Damals kamen die Künstler zur Kirche und nicht die Kirche zur Kunst. Das ist definitiv so ein gewisser Sieg der Weltlichkeit. Also die Kunst ist im Grunde so das Verweltlichen von einem Element der Kirche, nämlich so der Dekoration, die in einer Kirche zur Andacht helfen sollte. Und die wurde herausgelöst in so einen weltlichen Zusammenhang. Ja, die Weltlichkeit ist auf dem Vormarsch. Und selbst hinter den heiligen Mauern des Vatikan gibt man sich weltlichen Genüssen hin. Computerspielen zum Beispiel. Die Online-Spieleplattform Steam hat mal erhoben, welche ihrer Computerspiele von Nutzern im Vatikan am liebsten gespielt werden. Auf Platz 1 Natural Selection 2. Ein Spiel, bei dem man Außerirdische abballert. Interessanter fand ich aber Platz 2. Der Klerus spielt offenbar sehr gerne Hyper Dimension Neptunia.
Dabei handelt es sich um ein japanisches Spiel, bei dem man süßen Minderjährigen mit Riesenbrüsten und knappen Röckchen dabei zusehen kann, wie sie Bösewichte bekämpfen. Auch hier also eine klare Trennung zwischen Gut und Böse. Hat man von der katholischen Kirche jetzt auch nicht anders erwartet. Die Kirche wendet sich also der Popkultur zu. Aber umgekehrt profitiert der Pop auch von der Kirche. Die schwedische Sängerin Anna von Hauswolf zum Beispiel macht melancholischen Pop mit der Kirchenorgel und spart dabei nicht an sakralem Pomp. Sie lässt Popsongs wie Kantaten klingen und stellt ihre Konzerte in den Dienst von etwas Höherem. Wäre Pop eine Religion, Anna von Hauswolf wäre ihre Hohepriesterin. Ich mag das Physische an der Kirchenorgel. Man kann sie auf der Brust und im eigenen Fleisch fühlen. Und wenn man sich hinsetzt, dann kriecht der Bass bis in deinen Magen. Je tiefer die Orgel in die Eingeweide dringt, desto mehr versinkt man in sich selbst, so ihre Theorie. Darum nahm sie ihr letztes Album Ceremony hier in der Kirche auf. Zur Orgel kam sie durch Zufall oder war es göttliche Vorsehung? I recall this guy called Hans Becklund. Dieser Typ, Hans Becklund, hat mich auf einer Halloween-Party angesprochen. Zu der Zeit habe ich noch Klavier gespielt und gesungen. Und er meinte zu mir, du solltest für Kirchenorgeln komponieren. Ich baue Kirchenorgeln. Wann immer du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Er war als Mumie verkleidet und ich habe noch nicht mal sein Gesicht gesehen, nur Kunstblut. Die Göteborgerin zieht ihre kreative Energie aus der tiefen Dunkelheit. So verwandelte sie ihre Trauer um den gestorbenen Großvater in ein ganzes Album und mehrere Videos. Die sind unergründlich, gewaltig und zart zugleich, spirituell eben. Ich bin nicht religiös, ich bin spirituell und ich habe eine sehr starke Vorstellungskraft. Ich glaube, die heizt meine Spiritualität an und lässt mich glauben, dass es Geister gibt. Ja, ich glaube an Geister. Die 29-Jährige betreibt eine Art musikalischen Okkultismus. Sie macht den Spuk und die jenseitigen Welten hörbar für Normalsterbliche. Auch mit ihrem neuen Album The Miraculous, das Wunderbare, gelingt ihr, was Menschen im wissenschaftlichen Zeitalter kaum noch möglich ist, eine Sprache für das Übersinnliche zu finden. Science can't
Wissenschaften können die Natur nicht so verehren, wie die Religion das kann. Aber die Künste bieten Möglichkeiten, unnatürliche Phänomene sensibel und poetisch zu beschreiben. Es gibt gerade eine große Welle an Künstlern, die sich dem Okkulten und Spirituellen annehmen. In diesem Sinne ist Kunst ein Ersatz für Religion. Ha, da haben wir es wieder. Kunst ist der neue Religionsersatz. Wer einmal eine Tino Segal-Ausstellung besucht hat, der weiß, was ich meine. Besucher von Tino Segals Aufführungen kommen oft so beseelt und andächtig heraus, als kämen sie frisch aus einem Gottesdienst. Ah, ich finde es super. I went to Martin Gropius Bau. It's an incredible. Ich war Martin Gropius Bau. Es ist ein unglaubliches Gefühl, seine Kunst zu sehen. Nichts hängt an den Wänden, aber man muss total versunken und involviert sein. Involved. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Wir wollen über Tino Segal berichten, aber Tino Segal macht keine Kunstwerke im klassischen Sinne, sondern Aufführungen, die in leeren Räumen stattfinden. Und diese Aufführungen darf man nicht filmen. Du sollst dir sozusagen kein Abbild machen. Die Kunstwerke leben also nur in der Erzählung der Zuschauer weiter, die sie erlebt haben. War das eigentlich so eine Entdeckungsreise so durch die verschiedenen Räume? Und ich kam rein und die Frau fing an zu singen, Sunshine, Sunshine. Also es war erstmal ganz dunkel, man sah erstmal nichts. Nach und nach gewöhnen sich ja die Augen an die Dunkelheit und man beginnt eben doch was zu sehen. Dass man ein bisschen mehr Menschen und Umrisse ausmachen kann. Und beginnt mit anderen, also körperlich irgendwie anders wahrzunehmen, auch so mit anderen Sinnen. Ja, dann haben da halt zwei Leute, ein Mann und eine Frau, die haben halt nackt getanzt. Und genau, die lagen auf dem Boden und haben sich, waren zärtlich zueinander. Also es war auf eine Art erotisch, weil man in diesem intimen Moment ganz nah dran war. Hatte halt so eher langsam so Zeithütten-Dings da. Und fühlte sich sehr nah und sehr intim an. Tino Segal inszeniert Begegnungen zwischen Menschen. Situationen, die für den Moment gedacht sind und dort auch bleiben sollen. Er verbietet jede Materialisierung seiner Aufführungen. Keine Fotos, keine Videos, keine Ausstellungskataloge. Das Gleiche gilt sogar, wenn man eine Arbeit von Tino Segal kaufen möchte. Kein Protokoll, kein Vertrag. Der Berliner Kunstsammler Axel Haubrock kennt Tino Segal bereits seit vielen Jahren und kaufte auch eine seiner Arbeiten. Das sah bei uns ganz konkret so aus, dass wir beim Notar getroffen haben. Und dann wurde dieser Vertrag mündlich durchgesprochen und anschließend war es dann meine Arbeit. Das Einzige, was ich noch als Dokumentation dessen habe, ist das Parkticket, was ich hatte, als ich unten vor der Tür das Auto abstellen musste. Ansonsten gibt es nichts. So schwer zu fassen die Arbeiten von Tino Segal sind, so beeindruckend sind sie auch. 2013 gewann er auf der Kunstbiennale in Venedig den Goldenen Löwen. Bis Ende des Jahres sind seine Werke noch im Stedelijk Museum in Amsterdam zu erleben. Es war irgendwie, fand ich es normal, aber halt auch unnormal, weil sonst in so einer, ich war halt auch oft so in manchen Museen oder Ausstellungen, aber so eine Töne oder so ein Tanzen Zeitlupe, das habe ich halt noch nie erlebt. Tino, warum darf man deine Kunst nicht filmen oder fotografieren? Ist ja für uns Fernsehmachende eigentlich ein Affront, muss man ja fast sagen. Ne? Ist gut, du bist die Erste, die das mal so gesagt hat. Für mich ist das gar nicht so wichtig. Ich glaube, irgendwie, dass viele auch so Tanz oder so Aufführungen sehen einfach nicht gut aus auf Fotos. Und dann dachte ich, musste das auch in diesem Kontext der Bildenkunst einfach so klar behaupten. Also ich mache Arbeiten sozusagen
ich weiß nicht, wie man das nennen soll, in vier Dimensionen und nicht in zweien. So. Mhm. Und das, der klarste Art, das zu sagen, ist, war einfach in diesem Kontext der zweidimensionalen Kunst, der bildenden Kunst, einfach das nie zu machen. So. Dann der andere Grund ist, dass ich halt nichts irgendwie so Materielles produzieren wollte. Ich wollte mal gucken, wie weit man so kommt, wenn man nichts Materielles produziert. Und diese Hierarchie zwischen irgendwie, ja, was wirklich beständig ist, sind irgendwie Dinge, und was nicht beständig sind, sind Handlungen, die, glaube ich, ist einfach falsch. Also so denkt unsere momentane Gesellschaft, aber zum Beispiel selbst bei Platon wären die Ideen eigentlich das Beständigste, würde ich sagen, stimmt auch. Haben für dich Museen und Kathedralen was gemeinsam? Definitiv würde ich sagen, dass man kann eigentlich die meisten Gesellschaften, egal welches Zeitalters, auf ihre Art und Weise bauen sie in der Mitte ihrer, wie soll man das nennen, in ihrer Dörfer, ihrer Städte, da wo sie sich niederlassen, bauen sie oft irgendwelche Kultstätten. Ja? Und oft sind diese Kultstätten auch die Orte mit dem stärksten architektonischen Aufwand und Ambition. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Archäologe wäre, der jetzt irgendwie in ein paar tausend Jahren jetzt unsere Zivilisation ausgräbt, dann würde man sehen, aha, in der Mitte dieser Städte, diese unheimlich aufwendigen Gebäude überall. Und dann würde jeder Archäologe, nehme ich an, auf die Idee kommen, das sind deren Kultstätten. Also ich meine, wir bauen heute keine großen Kathedralen mehr, wir bauen auch keine großen Kinos. Also sag mir ein aufwendig gebautes architektonisches Kino. Oder also was gebaut wird, sind Museen. Kannst du dir vorstellen, dass das Kunst, sagen wir mal, zur Weltreligion wird, muss man also das wirklich ablösen könnte? Oder wäre das wünschenswert? Wir sind ja eine Art Weltökonomie. Wir sind vielleicht so eine beginnende Weltgesellschaft, aber halt nicht wirklich. Und wie und was? Und Kultur kann ja immer so ein Kit sein, die aus so einer Gesellschaft zusammenbringt. Ich denke, da spielt das Kino eine Rolle. Mhm. Wäre das dann doch in vielen Ländern so Popmusik auch. Und Kunst, ja, denke ich, kommt da jetzt auch so dazu. Und in dem Sinne wird es zu so einer Weltkultur. Ich glaube, Religion heißt halt immer eigentlich so ein geschlossenes, nicht-liberales System. Also man spricht ja auch so von fixen Kosmologien, das wäre eine Religion. Ja? Und wir leben ja in so liberalen Gesellschaften, die erstmal offen sind. Die haben nicht ein festgelegtes System, an dem Ordnungssystem, Glaubenssystem. Und in dem Sinne ist die Kunst natürlich, gehört zu so einem liberalen Weltverständnis und nicht zu so einem fixen. In dem Sinne ist sie keine Religion. Aber sie gehört wahrscheinlich schon vielleicht jetzt so mehr und mehr zu so einer Weltkultur. Danke, Tino Segal. Das war sie auch schon, unsere Sendung zum Thema Ist Kunst die neue Religion? Ich glaube, nach allem, was wir gesehen haben, kann man die Frage schon mit Ja beantworten, oder? Nee, Kunst ist nicht neue Religion. Für mich ist eher die Natur die neue Religion. Deswegen hasse ich sie auch. Na gut, das klären wir ein andermal. Wir lassen unsere besinnliche Sendung ausklingen mit der Hitsingle Wake Up, Go, Go, Forward von Papst Franziskus. Tschüss! Dear young people, both our God has blessed us. From him we have received mercy. Assured of God's love, go out to the world, so that by mercy shown to you, they, your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone of this great continent may now receive the mercy of God.